Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen am Stammtisch im Haus der Freiheit. Meine Prophezeiung von heute vor einem Monat, wir sehen dann wieder mit Zuschauern da, hat sich leider nicht erfüllt. Wir sind zwar in diesem schönen Saal, aber da unten ist gähnende Leere. Also wir sind dann schon der Meinung, das könnte dann jemand aufhören. Die Sendung entsteht in Zusammenarbeit mit Schweiz 5. Die Schweizer Zeit, das wissen Sie, das ist der Verlag, das Organ, das Standpunkt einnimmt und Meinungen vertritt, wo man halt die anderen Blätter meistens vermisst. Aber für das gibt es ja uns. Ich habe zwei Gäste heute Abend bei mir. Frau Andrina Traxel und der Herr Michael Traxel, beide aus Fürthalen, also von der nördlichsten Gemeinde im Kanton Zürich. Ein junges Ehepaar aus einer jungen Familie. Und ich möchte mit Ihnen heute ein bisschen plaudern, wie das so ist in einem modernen Ehepaar. Ich sage Ihnen dann im Laufe der Sendung, warum ich darauf gekommen bin, dass ich gerade Sie beide eingeladen habe. Etwas Spezielles. Sie, Frau Traxel, sind eine Extremsportlerin. Also Sie machen Ultra-Cycling. Also das ist Distanz-Velofahren. Genau. Über sehr grosse Distanzen. Und Sie sind Schweizer Meisterin im Ultra-Cycling. Jetzt bitte erzählen Sie mal ein bisschen, wie es dazu geht. Also ich finde es immer speziell, weil mich als Extremsportlerin anstellt. Ich mache sehr gerne Sport, aber ich tue mich nicht als da bezeichnen. Vielleicht wirkt es für andere sehr extrem. Aber ich mache sehr gerne Wettkämpfe, eben wo ein bisschen extremer sind, wie man es vielleicht ein bisschen kennt. Wie es zu dem gekommen ist, da ist eigentlich der charmante Herr neben mir. Entschuldigung, ja. Ja, ich bin da so ein bisschen drin reingerutscht, so von Mal zu Mal. Gerne ein bisschen gesteigert, ein bisschen Grenzen, ein bisschen ausgelotet. Ja, und einfach Begeisterung vom nicht recht wissen, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. Das ist echt das, was mich gereizt hat. Meine 100 Kilometer am Stück Velofahren findet unsereins schon ziemlich viel. Aber Sie fahren schon noch ein bisschen mehr. Ja, es ist ein bisschen mehr. Ja. Also vom Ultracycling-Rhythmen, von grösseren Distanzen, so 500 km plus, meistens sind es 1000 und mehr. Jetzt das Rennen, ja, wo ich bestritten habe, das ist in der Schweiz und dort sind es ein bisschen über 1000 km gewesen. Dann reden wir vom Ultracycling und das sind Non-Stop-Rennen, wo man wirklich Tag und Nacht dann durchfährt. Also die 1000 Kilometer, Tag und Nacht durchgefahren. Also ich meine, geht man da mal todmüde vom Velo oder... Wie lange geht das? Wie lange hat man da? Also, wo Sie Schweizer Meisterin geworden sind, wie lange sind Sie gefahren? Unter was für Bedingungen sind Sie da gefahren? Macht man da Pause? Kann man zwischen ihnen ein bisschen schlafen? Oder wie geht das? Das ist einem ein bisschen selber überlassen. Also, man hat einfach eine Zeitlimite, wo man muss wieder zurück sein im Ziel. Man startet ein nach dem anderen und bis jetzt in der Tour sind es 52 Stunden, hat man, glaube ich, Zeit, wo man wieder zurück sein muss. Man hat 1000 Kilometer, die man bewältigen muss, mit um die 14.000, 15.000 Höhenmeter drin. Und man fährt so plus minus der Schweizer Grenzen entlang. Wie war die Strecke für die Schweizer Meisterschaft? Wie? Also wo durch? Also es ist am Bodensee entlang gegangen und nachher ist man über den Klausen gefahren, dann hinten runter Richtung Meiringen, Interlaken, Beatenberg. Oh, jetzt muss man dann helfen, jetzt wird's schwierig. Dann quer durch das Berner, also durch das Bernbiet und dann eigentlich die Nordgrenzen entlang. Ja, Richtung Basel und dem Rhein entlang, so wieder zurück. Genau, so ein bisschen mit mehr oder weniger allen Höhen und Pässen, die es unterwegs gibt, mitgenommen. Und wie gesagt, man fährt nonstop. Man hat ein Betreuerteam im Rücken, wo da für einen sorgt. Es gibt immer so, sagt man, Time Stations, immer so plus minus nach 70 bis 90 Kilometern hat es einen Kontrollposten, wo man dort anhalten.
Also die Strecke, die ist ja genau vorgegeben, da fährt man mit dem GPS. Da gibt es einen Kontrollposten, wo man anhalten, unterschreiben. Dort hat es dann Leute, die auch schnell ein bisschen schauen, wie man so in der Verfassung ist. Und dann geht man weiter. Und so von Posten zu Posten schafft man sich wieder zurück ans Ziel. Und das ist dort, wo ich mitgemacht habe, ist das noch in Schaffhausen gewesen. Genau, Start und Ziel. Also, Sie sind von Fürthalen. Mhm. Stichwort Klausen hat mich daran erinnert, dass nicht weit weg von Fürthalen ist einmal ein junger Schweizer aufgewachsen, der dann ein berühmter Velofahrer geworden ist, der immer gesagt hat, nach dem Arbeiten zu Abend habe ich noch schnell den Klausen gemacht, von Adlischwil aus. Mhm. Ist Ihnen der Name bekannt? Nein, ich bin es. Das ist der Ferdi Kübler. Ah, der Ferdi Kübler, ja, vom Ahrtal, ja, selbstverständlich. Ja. Genau, ja. Ja, also schnell fahre ich jetzt den Klausen nicht von mir aus. Das definitiv nicht, nur schon aufgrund von der Familie fehlt mir die Zeit. Aber wir haben andere schöne Hügel mit dem Randen und Wildensbucher und so weiter, wo ich da gute Einheiten auch machen kann. Michael Trachsel, was ist Ihre Haltung zu dieser unglaublichen Leistung, die Ihre Frau da vollbringt? Also erstens einmal, wie denken Sie darüber? Und zweitens, was ist Ihre Rolle, wenn so ein Ereignis ansteht? Also ich bin natürlich in erster Linie sehr stolz auf das Rennen und auf Andrina, wie sie das absolviert hat. Meine Rolle war, ich war im Betreuerteam, wir waren dort das Dritte, hat ein Fahrzeug mit drei Leuten drin, wo man sich dann abwechselnd mit Fahren und Navigieren. Und das ganze Projekt ist eigentlich ein Teamprojekt. Jemand fährt Velo. Und die anderen drei, die dabei sind, die schauen dafür, dass alles rundherum stimmt, die Verpflegung stimmt, das Navigieren stimmt, aufmuntern, wenn es das braucht. Und ja, man startet als Team und man kommt als Team wieder zurück. Und das ist sehr spannend und hat sehr Freude gemacht. Also ich muss natürlich noch schnell... Ja, die braucht es definitiv. Also ich muss natürlich noch schnell erwähnen, dass der Michael, mein Mann, das Rennen auch schon allein gefahren hat. Ah, ja. Also er hat das auch schon absolviert und dort ist natürlich bei mir dann auch ein bisschen Neugier aufgekommen, ob ich das eventuell auch in der Lage bin, um das zu machen. Also es ist nicht so, dass er nicht weiss, was da auf einem zukommt bei so einem Rennen. Also genau, wir sind da immer ein bisschen ähnlich unterwegs. Wir wechseln uns ab, mal macht er etwas, mal ich. Aber er hat das Rennen definitiv von mir in Angriff genommen und auch beendet. Mhm. Was sagen Sie? Kind dazu, wenn Mutter so eine Leistung vollbringt? Ja, sie sind unglaublich stolz. Sie finden das natürlich das Größte. Also einerseits, sie sind mit dem aufgewachsen, mit dem Wettkampffieber, wo wir ein bisschen haben, und die Begeisterung für das Extremere. Und ja, die finden das lässig. Natürlich, wenn sie dann noch sagen können, meine Mutter ist, sie haben zwar immer gesagt, Weltmeisterin, aber genau für ihren Augen, ihre Welt ist das so. Nein, die sind hell begeistert von dem. Die freuen sich. Wie alt sind Ihre Kinder? Die sind, also die Kleinste ist dreijährig. Ja, jetzt sind dreijährig, 7 und 9. Mhm. Ein Bub und 2 Mädchen. Mhm. Ja, und Betreuer? Das ist eine wichtige Aufgabe. Wie geht man an diese Aufgabe an? Ja, also es fängt Woche voran, fängt man an, ein Team zusammenzustellen. Das müssen 3 Leute sein, optimalerweise im Auto, die auch unter Schlafentzug noch gut funktionieren miteinander. Weil es ist auch für im Auto, wie die Herausforderung, irgendwie nach 36 Stunden fängt es dann auch im Auto an mühsam werden. Also es muss eingespielt sein. Und die Aufgabe des Betreuerteams ist eben einerseits sicherzustellen, dass die Navigation stimmt, dass die Person auf dem Velo nicht selber den Weg suchen muss, sondern das kann man über Funk oder über andere Mittel navigieren, wo es durchgeht. Man schaut, dass die Kleider stimmen, wenn es mal regnet, dass man Kleider wechseln kann, wenn das Velo einen Defekt hat, dass man schnell Velo wechselt und wieder Service macht. Und die Verpflegung ist natürlich auch ganz wichtig. Und wenn der Velofahrer sehr müde wird und nicht möchte Pause machen, auch so ein bisschen der Aspekt Sicherheit, ist auch die Verantwortung der Betreuer, zu sagen, jetzt ist Zeit, um einmal einen kurzen Stopp machen, schnell schlafen und dann wieder weitergehen. Also der Velofahrer gibt eigentlich die Verantwortung am Team ab über den Entscheid. Das ist eigentlich das Schöne an so einem Wettkampf, dass wenn man als Athlet an einen Wettkampf geht und nicht als Betreuer, dann kann man wirklich an der Startlinie kann man Hirn nicht abschalten. Weil da wird für einen gesorgt, dass er in allen Belangen. Und eben, es müssen auch Leute sein, die einem wirklich sehr, sehr gut kennen und wissen, in welchen Situationen was dran ist. Gerade in so einem Wettkampf wie
weil das Ultracycling, irgendwann kommt man an den Punkt, wo man nicht mehr mag oder eben irgendwie auch nicht mehr essen will oder sonst irgendetwas, der Magen fängt mal an rebellieren. Und dann ist es sehr wichtig, dass die Leute einen kennen und wissen, wie mit denjenigen Situationen auch umgehen und zu motivieren oder auch zu ermahnen oder zu bremsen, was auch immer. Also die Leute stehen einem meistens sehr, sehr nahe. Jetzt haben Sie gesagt, man hat nicht länger als 52 Stunden dürfen haben. Wie viel haben Sie denn tatsächlich gehabt? Ich bin nach 46 Stunden bin ich wieder im Ziel zurück gewesen. Und wie viel haben Sie geschlafen? 10 Minuten. wo denn ungefähr? Das war am Bielersee. Nach einer relativ rasanten Abfahrt, wo ich selber gemerkt habe, dass ich muss vorwegnehmen muss. Ich von mir aus hätte gerne schon ein bisschen früher Pause gemacht. Und die Betreuer haben da ganz klar gesagt, solange sie irgendwie noch vorwärts kommt, gehen wir vorwärts. Und es war dann eine Abfahrt, wo ich selber gemerkt habe, jetzt lässt die Konzentration definitiv nach. Und das ist auch mit allen möglichen Koffeinmitteln und Arten von Koffein einfach nicht mehr gegangen. Und dann merken sie hinten dran. Dann fängt man ein bisschen an zu schwanken und dort haben sie dann nicht gefunden, so, und jetzt ist gut. Jetzt nehmen wir uns 10 Minuten und dann habe ich also tatsächlich geschlagene 10 Minuten dürfen hinsitzen und schnell die Augen zumachen. Und ja. Haben Sie richtig geschlafen? Da sind wir uns nicht ganz einig. Ich sage nein. Ich habe nicht geschlafen. Ich habe das Gefühl, ich habe jedes Wort noch gehört, das sie draussen geredet haben. Und sie haben aber gesagt, ich sei gar nicht gesessen und in einer Sekunde weg gewesen. Es hat einmal gut getan, das ist das, was ich sagen kann. Die 10 Minuten haben mir nachher gelangt für die restlichen 200 Kilometer, die es noch waren. Genau. Sie machen den Triathlon. Mhm. Das ist ja auch gut. Sie sagen, es ist nicht extrem, aber es ist ein sehr herausfordernder Sport. Mhm. Kann man mal sagen, können Sie mal schnell erklären, was das genau ist? Wissen ja vielleicht nicht alle Leute, was das genau ist, Triathlon. Also Triathlon sind die 3 Disziplinen. Das fängt normal mit Schwimmen an, dann geht man aufs Velo und dann am Schluss tut man noch rennen. Und die Distanzen, die man da zurücklegt? Da gibt es alles Mögliche. Also von ganz kurz, wirklich ein paar hundert Meter schwimmen, ein paar Kilometer Velo, ein paar Kilometer rennen, zu grossen Distanzen, Langdistanzen. Das ist auch das, was wir sehr spannend finden. Das sind Ironman-Distanzen. Das sind dann, reden wir von knapp 4 Kilometer schwimmen, von 180 Kilometer Velo fahren und noch einen Marathon, also 42 Kilometer rennen am Schluss. Also ich weiss, es gibt da so einen Triathlon, der glaube ich in Tenero anfängt und in Schaffhausen aufhört. Ist das der Inferno? Nein, da wüsste ich jetzt nicht einmal. Also der, wo wir schon ein paar Mal mitgemacht haben, der fängt, das ist die Wechselzone in Tenero, dort starten wir auf der Brisago-Insel mit Schwimmen und schwimmt dort auf Ascona. Und nachher via der Gotthard vor Grimsel auf Brienz. Und dann rennt man von dort aus dem Brienzersee entlang auf die Kleinscheidegg. Ah ja, das ist aber dann noch happig dort auf. Das hat noch ein paar Höhenmeter auch noch drin, genau. Aha. Nein, ich weiss, ich erinnere mich, ich war ja mal Gemeindepräsident in Flach. Und dann hat dort Triathlon stattgefunden und die Organisatoren haben uns angefragt von der Gemeinde aus, ob wir im Rhein und der Tour entlang, wo es getrennt sind, 2 Pösten machen mit Spray, weil das war so ein extremer Muggensommer. Und die Leute sind also fürchterlich verstochen worden und dann mussten sie einfach schnell anstehen. Wir haben sie abgesprayt und dann sind sie dann wieder weiter. Darum habe ich das einfach im Kopf. Und ich meine, das war in der Schlussphase. Also man hat dann schon gesehen, dass die schon etwas geleistet haben, die da gekommen sind. Ja, nein, also mir sagt... Das ist in dem Sinne der Vorgänger, den gibt es nicht mehr seit mehreren Jahren jetzt. Der ist gerade 2, 3, 4 Mal durchgeführt worden, eben von Süden nach Norden ist das gewesen, der Wettkampf, der dann auch Schaffhausen geendet hat. Jetzt muss ich eigentlich beide fragen, was ist, da Sie ja beide das Rennen schon gefahren sind, was ist die Herausforderung? Warum, also was ist das, was einem reizt, so etwas zu machen, also 46 Stunden lang fast aneinander Velo fahren, was gibt Ihnen den Kick, das zu machen? Also die Herausforderung, hat vorher Andrina schon gesagt, oder der Reiz ist das Ungewisse. Über so lange Zeit und Distanz kann so viel passieren. Und das Ungewisse ist, schaffe ich das, die Strecke zu absolvieren in der nötigen Zeit.
Und irgendwann nach 300, 400, 500 Kilometern geht es bei jedem, ist, entscheidet der über Erfolg oder Niederlage, ist alles im Kopf. Also es ist sehr eine starke mentale Angelegenheit. Früher oder später bei jedem bei diesen Distanzen. Und mich reizt das eigentlich einfach über, eben über das Mentale, solche Leistungen können erbringen, wo man jetzt das Gefühl hat, das ist gar nicht möglich. Also sich überwinden ist das. Man überwindet sich, oder? Also man merkt, man kommt an Grenzen und dann sagt man einfach auf die Zähne bissen und weiter. Ja, also man hat das Gefühl, man sei an der Grenze oder man sagt, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. Aber wenn man dann eben mal über die Schwellen ausgeht und mental parat ist, um den Kampf gegen das Aufhören immer weiter zu ziehen, dann merkt man, wie weit man eigentlich gehen kann, wenn die Einstellung, wenn das Mentale dazu stimmt. Und das ist nicht nur im Sport so, das ist auch in ganz vielen anderen Sachen so. Und das ist das, was mich persönlich reizt. Ja, und dann ist natürlich ganz klar einfach noch auch die Leidenschaft vom sich können bewegen, vom Sport, von der Natur, vom können draussen sein. Und jetzt, gerade ich für mich persönlich, ich bin dort an die Startlinie gegangen und habe gesagt, ich bin sonst viel immer mit den Kindern unterwegs, habe gesagt, jetzt kann ich einfach zwei Tage da machen, wo ich wirklich aus Leidenschaft gerne mache. Ich bin draussen und kann die wunderbare Natur in der Schweiz geniessen. Und ich mache es ja, weil ich Freude habe in erster Linie, oder weil wir sehr Freude haben am Velofahren, am Sport allgemein. Und ja, dann also so etwas können machen. Es ist eine gemeinsame Leidenschaft, die sie haben, oder? Ja. Wo sie also wirklich auch miteinander ausleben und auskosten. Ja, wenn immer möglich, machen wir das. Ja, das ist auch wichtig, dass man eben auch, wenn man zusammen ein Hobby hat und Freizeit kann teilen, und die Leidenschaft ist extrem wertvoll. Mhm. Herr Michael Trachsel, was machen Sie beruflich? Ich bin beruflich Reiskommandant im Kanton Schaffhausen und habe dort die Freude, dass ich in dem Sinn die erste militärische Anlaufstelle bin für alle 18-jährigen stellungspflichtigen Schweizer Männer im Kanton Schaffhausen. Also Sicherheit ist Ihre... Ja, im weitesten Sinn... Rekrutieren auch für Sicherheit, oder? Wir bieten auf für die Rekrutierung. Eben die Rekrutierung, dann gibt es nachher entweder eine Zuteilung in die Armee oder in den Zivilschutz. Und ja, wir sind der erste Kontakt, den die jungen Männer eigentlich mit dem Apparat haben. Die meisten kommen mit wenig Vorahnung. Es gibt dann dort eine erste Lektion Sicherheitspolitik Schweiz und dann wird die Armee erklärt. Und die gehen Sie? Ja, Stand heute ist das so, dass die allermeisten, die nicht von zuhause aus irgendwie affin sind auf die Thematik, ohne Vorkenntnis kommen. Was sind also die Schwerpunkte? Ich stelle diese Frage, weil ja in der Schweiz, ich meine, ob es einem gefällt oder nicht, aber vieles ziemlich im Umbruch ist. Gerade auch mit der Armee ist vieles ziemlich im Umbruch. Und es gibt viele Leute, sicher auch unter den Zuschauern, die wir heute haben, die sich Sorgen machen über die Zukunft der Armee. Sie rekrutieren junge Leute für die Armee. Wie stehen Sie zu dieser Reformbewegung, die die Armee erfasst hat? Also der letzte Reformschritt ist ja die Weiterentwicklung der Armee. WEA, die hat am 1. Januar 2018 angefangen. Das hat 4-5 Schwerpunkte in dieser Reform, die man in diesem Lauf bis im 23. umsetzen will. Der eine Bereich ist die ganze Mobilmachung wieder trainieren und die können durchführen. Das hat die Armee im Zusammenhang mit dem Corona-Einsatz bewiesen, dass man dort auf gutem Weg ist. Die Mobilisierung hat funktioniert. Dann gibt es noch andere Punkte. Was mich aber besonders im Moment beunruhigt, das ist die ganze Thematik der personellen Alimentierung. Wenn man die Zahlen ganz genau anschaut, dann sieht man einfach, dass im Moment zu wenig Leute eigentlich pro Jahr in die Armee eintreten, als dass sie braucht, um den Sollbestand gewährleisten auf lange Zeit. Zu Ihnen kommen alle junge Leute, nicht nur die, die Dienst machen wollen, sondern alle. Und dann fällt dann einmal die Entscheidung, mache ich Dienst oder nicht? Oder ist es frei? Also kann heute der junge Mensch die Entscheidung treffen? Oder ist es sind es Gesprächspartner, die sagen, du bist tauglich oder du bist nicht tauglich? Also eben in den Kantonen ist der Orientierungstag. Dort müssen, das ist ein Amtstermin, den jeder 18-jährige Schweizer Bürger in den Kantonen besucht. Wir erklären dort, was kommt auf sie zu und was gibt es für Möglichkeiten. Und die Zuteilung effektiv, die findet an der Rekrutierung dann statt. Die ist bei uns, Schaffhauser Stellungspflichtigen gehen auf Rütti,
zwei Tage Rekrutierung und am Ende von diesen zwei Tagen folgt Zuteilung. Und da gibt es Zuteilung Armee, Zivilschutz oder je nachdem, wenn Leute medizinische oder andere Probleme haben, sind sie doppeluntauglich. Da gibt es keine Zuteilung. Und die Personen, die militärdiensttauglich sind, die haben, und das stehe ich dazu zu dieser Aussage, seit 2009 die Wahlfreiheit, ob sie ihren Dienst tatsächlich in der Armee leisten oder ob sie über einen Antrag, einen einfachen, in den Zivildienst wechseln. Und über diese Möglichkeit entgönnt die Schweizer Armee jährlich mehrere tausend Personen, die eigentlich diensttauglich wären, wechseln so in den Zivildienst. Was ist also Ihr Erleben vom Beruf von Ihrem Mann? Die Frage und natürlich auch gerade die Frage, wollen Sie auch als Frau Dienst in der Armee? Also ich bin ganz ehrlich, wenn ich die Möglichkeit hätte, also ich habe sie ja in dem Sinn gehabt, aber irgendwie ist das bei mir nie ein Thema gewesen, ich bin auch nicht mit dem gross konfrontiert gewesen, dann würde ich das. Also Stand heute würde ich definitiv gerne Dienst leisten. Weil ich einfach glaube, einerseits, ich bin mit ihm so durch die ganze Militärkarriere durchgegangen und sehe einfach auch den Mehrwert von dem System. Und darum Stand heute würde ich sagen, ja, es hat mir gut tun, es würde vielen Frauen auch gut tun. Ja. Eine nähere Beschreibung, wie Sie zu dieser Schlussfolgerung kommen? Ja, weil ich glaube einfach, die ganze Ausbildung, die man dort hat, das Miteinander, das einerseits das Dienen fürs Land, aber eben auch ein Zusammenarbeiten, Sachen erarbeiten, in Krisensituationen, ich glaube einfach wirklich, es ist eine Lebensschule, wo man eigentlich nur profitieren kann, wo man so sonst nicht wird überkommen. Vielleicht auch mal Sachen muss machen, die man sonst nicht wollen oder können machen. Ich glaube, dass eben im ganzen Spektrum von verschiedenen Thematiken hat man Möglichkeiten, um sich ein Wissen erarbeiten, das man sonst außerhalb der Armee nicht kann. Herr Brachl, Sie sind also beruflich für die Orientierung zuständig als Kreiskommandant. Was ist denn Ihre militärische Funktion? Also milizmässig bin ich eingeteilt in einem Grenadierbataillon und bin dort Stabschef. Sie haben Generalstabsschule gemacht? Ja, genau. Also Sie sind, was ist der Rang? Ich bin Major im Generalstab. Major im Generalstab. Wie viel Dienst leistet man, bis man auf dieser Stufe ist? Ich habe letztes Mal geschaut, ich bin jetzt im Bereich von 1100 Diensttagen inzwischen. Angefangen mit der RS im Sommer 2000 und jetzt eben bald 21 Jahre mit Leidenschaft dabei. Jetzt komme ich da auf einen Artikel. Und der Artikel, sage ich ganz offen, der hat bei mir geschalten, ich möchte Sie an das Gespräch einladen. Und zwar hat da jemand Sie beobachtet. Es ist fotografiert worden, das ist im Zusammenhang mit Ihrem Schweizer Meistertitel ist das passiert. Und dann hat der Journalist, der da das Ehepaar beschrieben hat, gesagt, ja eben, im Vordergrund steht da ein Mann, der sei Generalstabsoffizier, der sei noch SVP-Politiker, auf das kommen wir dann nachher noch. Und dann dort hinten, da schon so ein bisschen im verschummert, nicht mehr klare Konturen, dort ist die Frau, die sich mit dem Kind beschäftigt, das sei halt so mehr oder weniger das Schicksal von einer Frau, von einem Mann mit dieser Karriere, dass sie so von hinten her zudienen darf, was vorne an Wichtigem passiert. Also einfach einmal, Sie haben den sicher auch gelesen. Mhm. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie das gelesen haben? Also wir kennen ja alle das Sprichwort, hinter einem starken Mann steht eine starke Frau. Ich schaue jetzt das nicht unbedingt negativ an, aber das Foto ist im Zusammenhang mit einem Wahlkampf, den er geführt hat, ist das gemacht worden und da ist es in erster Linie um ihn gegangen. Darum er im Vordergrund und ich im Hintergrund, also mehr auch als Zeichen, wir sind gemeinsam unterwegs, er ist da nicht allein in einem Wahlkampf oder sonst irgendetwas, aber
grundsätzlich schaue ich das nicht negativ an. Wir sind ein Team, mal ist der eine ein bisschen mehr im Vordergrund und mal der andere. Und ja, umso schöner zu wissen, dass jemand im Hintergrund ist. Beschrieben ist natürlich worden, eben also der SVP-Politiker und Generalstabsoffizier, der ist immer vorne und hinten, da sind die anderen. Ja, das ist so beschrieben, aber wie es in Wirklichkeit ist, nein, das ist definitiv nicht so. Klar hat er vielmal mehr die exponiertere Rolle wie jetzt ich, und das ist auch völlig okay, aber er macht nie irgendetwas, wo ich jetzt nicht wirklich dahinter stehe und mir zusammen am gleichen Strick ziehen, und das ist ganz wichtig zu wissen. Also, ja. Also, wo wir jetzt vorher über den Sport geredet haben, haben wir ja eigentlich mehr den Eindruck gehabt, ihr seid ein sehr gut aufeinander eingespieltes Team und weniger zwei, also was soll man sagen, die sich einfach im Vordergrund drängen und die anderen müssen zudienen, sondern ihr macht das, was euch gemeinsam Spass macht, habt gemeinsame Interessen. Das kann man also auch als Frau von einem SVP-Politiker. Absolut. Ich weiss jetzt nicht, ob das am SVP-Politiker liegt oder eher an der Frau, denn, wenn sie irgendein Problem hat damit. Nein, also überhaupt nicht, im Gegenteil. Also, ja, ein starker Mann braucht eine starke Frau nebendrauf. Ich schaue mich jetzt nicht als irgendwie ein Herdhuscheli an, wo nur die Heim steht, überhaupt nicht. Nein, und ich bin eigentlich eher stolz, dass ich ein Generalstabsoffizier und ein SVP-Mann, die Haie. Also da fühle ich mich gar nicht unterdrückt von dieser Person. Also es geht mehr so ein bisschen um Vorurteile, Söhne, die vielleicht nicht so einen weiten Horizont haben, auch noch etwas Originelles mit anfangen. Das ist immer spannend zu lesen von Leuten, die einen noch nie gesehen haben, die man noch nie geredet hat, wie sie verstehen, dass die Familie funktioniert. Wenn sie so Texte beschreiben, das ist immer spannend. Vor allem von SVP-Familie. Ja, genau. Ist einfach schon mal klar, dass die Frau die Hai ist, nur die Hai. Und ist schade, wenn man so einen kleinen Horizont hat, aber ist okay. Also zu Ihrer politischen Tätigkeit, was sind da die Schwerpunkte? Also die Schwerpunkte sind, dass unser Land möglichst so erhalten bleibt, wie ich es jetzt erleben durfte jetzt seit 40 Jahren, dass Möglichkeiten und Chancen für die Bevölkerung, die in diesem Land lebt, sollen bestehen bleiben, Freiheit soll bestehen bleiben, dass wir selbstbestimmt sind. Ja, und ein Land sind, das motiviert, um in die Zukunft zu gehen. Und in diesem ganzen Bereich ist für mich insbesondere das Thema Sicherheit natürlich ein grosses Anliegen. Was sind die Funktionen, die politischen Funktionen, die Sie einnehmen? Ich bin in der Gemeinde Fürthalen im Gemeinderat und bin in der Kantonalpartei in der Spezialkommission für Justiz, Polizei und Armee. Und im Bezirk, in der Bezirkspartei im Vorstand. Was ist im Gemeinderat? Ich meine, das ist ja also für Verhältnis im Wieland mit vielen kleinen und sehr kleinen Gemeinden ist Fürthalen die städtischste, kann man sagen. Ja. Was für eine Funktion haben Sie dort im Gemeinderat? Ich bin der Tiefbaureferent und habe noch das Forstressort. Und was ist da gerade so aktuell? Aktuell im Forst, das ist eigentlich etwas, was ständig läuft. Das wird jährlich wird dort bestimmt und geplant, was läuft, wie viel Holz das gefällt wird, wie das die Weiterentwicklung soll gehen. Und im Bereich des Tiefbaus, das ist eigentlich ein Zyklus, wo regelmäßig sämtliche Gewerke, die unter dem Boden sind, meistens eigentlich saniert werden, instand gestellt sind. Und ein grosses Thema, das jetzt aktuell wird, ist die ganze Thematik Wasserversorgung für die Gemeinde. In der Fachkommission, also Sicherheit, sagen Sie es nochmal. Justiz, Polizei und Armee. Ja, was zieht Sie dort an? Was machen Sie dort? Was sind die Fragen, die behandelt werden? Was will man bewegen aus dieser Kommission heraus? Wir haben gerade gestern Abend die letzte Sitzung in dieser Kommission. Die Thematik, ich habe es vorhin angeschnitten, einerseits war die Armee. Wir haben uns austauscht, wie wir den aktuellen Stand sehen, beurteilt. Wir haben abgewägt, ob es allenfalls angezeigt ist, um gewisse Signale zu senden, dass man allenfalls etwas unternehmen sollte, genauer anschauen.
Es wird auf Mitte Jahr wird ein Alimentierungsbericht erwartet von der Armee und dem Zivilschutz. Und wir haben uns jetzt dort geeinigt, wir warten den Bericht ab, analysieren den und dann die nächsten Schritte eigentlich, die allenfalls sinnvoll erscheinen, ableiten. Geht nach Ihrer Meinung genug oder wollen Sie nachdrücklicher vorgehen? Ich, so wie ich es jetzt beobachtet habe in den letzten paar Jahren, seit ich politisch aktiv dabei bin, ist, ich glaube, im Bereich Sicherheit gibt es keinen Blumenstrauß zu gewinnen. Das ist ein Thema, das sehr viel Geld kostet. Viele verstehen nicht recht, braucht es das wirklich? Brauchen wir Flüger? Brauchen wir grössere Polizeien? Was auch immer. Und ich persönlich bin der Meinung, dass der ganze Bereich Sicherheit mehr sollte im Fokus kommt, dass man den besser sollte gewichten in Zukunft. Also es hat natürlich Zeiten gegeben in der Schweiz. Also ich würde sagen, ich habe eigentlich so einen Übergang selber erlebt im Parlament. Nicht? Was vorher eine Prestigefrage war, dass man, dort hat es noch Militärkommission geheißen und dann hat man es dann umtauft die Sicherheitskommission. Also das hat man sich müssen verdienen, dass man dort hat können Einsitz nehmen. Und dann ist dann natürlich mit den Armeereformen, dass man die Armee auch bestandesmässig stark zurückgefahren hat und so weiter. Und es war das einzige Departement, das echt gespart worden ist. Das hat schon eine Abstufung von der Sicherheit eigenössisch gebracht. Ich meine, es ist ja bei der Sicherheit so, man setzt dann einfach voraus, wenn man sie braucht, dann muss sie da sein. Und das ist ja das, was einem wahrscheinlich an mich Sorgen macht, wenn man sich eben mit der mittelfristigen und längerfristigen Aktivität befasst. Ich meine, wir haben ja ohne Zweifel eine sehr unklare Weltlage zurzeit. Da ist ja sehr vieles im Fluss und es ist sicher schwierig, eine Prognose zu machen, was so in den nächsten 2 oder 5 oder erst recht 10 Jahren passiert. Wie sehen Sie da die Rolle von der Schweiz oder die Bedeutung von der Schweiz? Wie muss sich die Schweiz verhalten in einer so einer ungewissen Situation oder von Ungewissheit prägten Situation? Also nach meinem Verständnis muss die Schweiz als neutrales Land jederzeit in der Lage sein, das eigene Territorium eigentlich zu sichern. Das heisst, es braucht schlagkräftige, gut eintrainierte Armee einerseits, aber auch die zivilen Sicherheitskräfte müssen jederzeit in der Lage sein, um der eigenen Bevölkerung ohne abhängig zu sein von externen Partnern eigentlich die Sicherheit können gewährleisten. Und ich denke, eben die Neutralität setzt das voraus, dass die Schweiz auch eine entsprechende Armee hat. Hat Frau Trachsel, befassen Sie sich mit Neutralität? Ist das etwas, wo ein Thema ist, wo man sich Überlegungen dazu macht? Oder ist das etwas, wo man sagt, ja, das sollen Sicherheitspolitiker machen? Oder vielleicht die oberste Landesbehörde ist dafür verantwortlich? Oder, sieht man so einfach in einer Familie, Sie wohnen noch ein bisschen näher an der Grenze, ist das ein Thema, das einen beschäftigt? Ja, ich denke schon. Also ich glaube, was unten in der Basis nicht gelebt und nicht stattfindet, ist oben auch nicht gewährleistet. Also ich denke, das fängt ganz unten an. Und bei uns in der Familie, nur schon aufgrund von Michael seiner Aktivität, ist das immer wieder das Thema mit der Neutralität. Jetzt das breitschlagen oder immer wieder thematisieren, tun wir das natürlich nicht. Aber ich denke, das ist irgendwo die Neutralität, ist irgendwo auch eine Einstellung, wo man an den Tag legt oder eben nicht. Und ja, das fängt in den kleinen Sachen an. Und ich denke, nur schon aufgrund von unseren älteren Häusern haben wir das auch so mit überkommen und geben das hoffentlich auch so weiter. Wir sind ja jetzt auch in einer Entwicklung, in wo sehr viel Unsicherheit verbreitet wird, wo auch Angst, vielen Leuten Angst macht. Wie geht man sicherheitspolitisch um mit so einer Bedrohung, die schwierig fassbar ist? Ja, Bedrohung wird eigentlich anhand von Gedankenspielen, von Modellen
den aktuellen Stand angelegt und dann wird sich überlegt, wie sich die einzelnen Bedrohungen weiterentwickeln können. Was kann passieren? Ab heute, in Zukunft, in Wochen, in Monaten. Und aufgrund von diesen Szenarios, sogenannten Planspiel, tut man sich dann überlegen, wie reagieren wir, wenn dieses oder jenes eintrifft. Und das gibt dann sogenannte vorbehaltene Entschlüsse. Und wenn eines von denen eintrifft, dann hat man sich die Überlegungen gemacht bis zu einem gewissen Grad und kann dann eigentlich zeitverzugslos auf entsprechendes Ereignis nachher antworten und reagieren. Wir haben, es liegt jetzt natürlich einige Jahre zurück schon, ich weiß nicht, wie Sie das erlebt haben, aber wir haben ja mal den Anschlag gehabt auf das Parlament, auf das Kantonsparlament in Zug. Und ich habe den Polizeikommandant hat persönlich recht gut kennt und nachher hat er ja eine hohe Funktion in der Armee. Ich immer jemanden Kontakt mit ihm. Habe ihn einmal gefragt, wie geht man um mit so einer Situation? Jetzt kommt ein Alarm, ist grauenhaft, es wird geschossen, es fließt Blut, hat sicher Tote gegeben und so. Macht! Was macht man dann? Also wichtig ist eigentlich, was die Entscheidungsträger voran machen. Bevor so etwas passiert. Und bei uns in der militärischen Ausbildung hat es immer geheissen, denken zum Undenkbaren, dass das eintrifft. Also etwas, was es noch nie gegeben hat. Das sind Gedankenspiele, wo man wirklich das Undenkbare annimmt, dass etwas Tragisches passiert, eben mit Verletzten, mit allenfalls toten Personen. Und aufgrund von dem, dass man das Planspiel versucht zu analysieren, tut man nachher ableiten, wie gedenken wir dort zu reagieren. Macht man das nur, indem man denkt, nachdenkt über das, indem man sich Vorstellungen macht, wie das könnte aussehen? Oder übt man das auch, quasi eins zu eins? Ja, es gibt verschiedene Prozesse in dem Ganzen, in solchen Planungen. Es fängt eben an, am Entwickeln auf dem Papier. Verschiedene Fachbereiche, die miteinander austauschen, wie wir ein mögliches Problem oder so eine Herausforderung lösen. Und das endet unter Umständen auch dann in 1:1 Übungen, wo man so ein Szenario versucht, möglichst echt abzubilden und dann zu trainieren. Wir haben früher in der Schweiz, also das sind ja, hat ja mit weltweit Aufsehen erregt, haben wir so Gesamtverteidigungsübungen gehabt. Also ich mag mich erinnern, das war also mal eine Sensation, die wirklich weltweit registriert worden ist, wo die Autobahn mit dem Tunnel unter Luzern durch eröffnet worden ist, hat man eine Übung gemacht, eine Zivilschutz- und militärische Übung, wo ich glaube, etwa 10'000 Personen mehrere Tage hintereinander in diesem Tunnel haben müssen leben. Das ist eingerichtet als eine grosse Zivilschutzanlage. Hat man das einmal durchgespielt, wie das ist? Und ich meine, da haben natürlich so und so viele gesagt, die sind ja völlig wahnsinnig geworden, was die da machen. Aber man hat es einmal gemacht. Solche Sachen machen wir eigentlich nicht mehr, oder? Also auf Planungsstufen gibt es in regelmäßigen Abstand sogenannte Sicherheitsverbundsübungen, die über alle Stufen von der Gremien solche Übungen, ich sage Stabsübungen, stattfinden. Und dann aber effektiv Volltruppenübungen, die dann bis auf Stufe Mannschaft aber alle im Einsatz sind, gibt es bis jetzt oder in den zurückliegenden Zeiten sind die in Teilen hat das stattgefunden. Aber jetzt in dem Ausmaß, wo Sie schildern, so etwas Grosses hat seit längerer Zeit. Also man hat ja immerhin mal, ich glaube etwa vor 7 Jahren, ich glaube 2014, hat man doch mal die Übung Aeroporto gemacht, wo man mal 3 Wochen lang 1:1 durchgespielt hat, wie man den Flughafen Zürich-Lauten absichert, militärisch, also mit vollem Mannschaftseinsatz. Und ich weiss dort vom Übungsleiter von dort, da hat man also manche Überraschungen erlebt, wo man also dann natürlich wirklich gründlich verarbeitet hat und einen enormen Gewinn an Einsicht, wie so etwas abläuft. Jetzt aber nochmal ein Kapitel mit Ihnen, Frau Traxel. Sie haben im Kanton Zürich eine Petition gestartet, gegen die Idee, man müsse alle Schulkinder, also auch die, die weniger als 12 Jahre alt sind, zum Maskentragen veranlassen in der Schule. Und sie haben sich da dagegen gewehrt. Was sind da die Überlegungen und die Vorgänge? Ja, also einerseits, weil wir selber 3 Kinder haben und ein
Der älteste Sohn, der ist in der dritten Klasse im Kanton Zürich, ist es so, dass die Halbklasse sogar schon Drittklässler betroffen wären. Und das ist eigentlich bei mir dann so ein Anlass gewesen, dass ich mir überlegt habe, also das wäre eigentlich mein Sohn schon, wenn er jetzt nicht in der Lage oder nicht in der glücklichen Situation wäre, wo er eine Einzelklasse ist, in dem Sinne ohne eine vierte zusammen. Da habe ich mir das so ein bisschen überlegt und dann im Gespräch mit dem Freundesbekannteskreis habe ich gemerkt, da ist eigentlich, sind sehr viele rum, wo nicht hinter dieser Massnahme können stehen und gerne etwas würden wollen machen. Und wie es so ist, vielmal würde man gerne, aber man macht nicht. Und Sie haben es dann gemacht. Und ich habe dann gefunden, auch so gut, ich schreibe etwas. Und ursprünglich einmal angedenkt war, als einfach ein persönlicher Brief an die Bildungsdirektion, an die Regierungsratspräsidentin. Und geendet ist dann wirklich mit einem guten, überparteilichen, bürgerlichen Frauenkomitee, wo ich gewinnen für die Petition. Und mit meiner Meinung nach wirklich einem guten Erfolg. Innerhalb der 10 Tage haben wir da wirklich über 6'000 Unterschriften angebracht. Also beschränkt auf den Kanton Zürich, oder? Beschränkt ja. Auf den Kanton Zürich, ja, genau. Das ist ja eine kantonale Massnahme, die verhängt worden ist. Das ist nichts national, es sind ja effektiv nur 6 oder 7 Kantone. Wie haben Sie das gemacht? Ich meine, jeder, der sich ein bisschen mit Politik befasst, weiss, zu mobilisieren, dass man in 10 Tagen 6'000 Unterschriften anbringt. Das braucht dann also einiges. Ja, also wir sind wirklich selber überrascht gewesen, wie schnell das eine grosse Welle geschlagen hat im Kanton Zürich. Also wir haben wirklich nur einen Brief geschrieben und haben digital verschickt. Und das hat 12 Stunden gegangen, da haben wir schon die ersten Medienanrufe gehabt. Wir wissen bis heute nicht, wie das wirklich recht gelaufen ist. Haben direkt Medien angesprochen? Nein, wir haben die Medien nicht angeschrieben gehabt. Die sind wirklich auf uns zugekommen und dann haben wir gewusst, also da ist irgendwie ist das Interesse in dieser Thematik wirklich da. Und nach 3-4 Tagen haben wir gemerkt, wir kommen einen Anschlag mit diesen Papierzetteln, die da ins Haus flattern und die Leute gerne haben wollen und nicht recht wissen, wie ausdrucken, wie einscannen, wir zurückschicken. Und dann haben wir jemanden, der uns da wirklich sehr gross unterstützt hat und in 2 Tagen eine Homepage aufgeschaltet hat, wo wir dann das Ganze online haben können machen. Das war also alles Miliz gewesen, nicht? Total. Alles überzeugte Freiwillige. Ja, überzeugte freiwillige Frauen. Ja, also wirklich, das ist, ja, genau. Wie haben Sie das erlebt? Ja, ich habe jetzt erst mal gesehen, wie es ist, wenn permanent irgendwelche Mails kommen, die sollten beantwortet werden. Sie ist mir aufgefallen. Sie ist wirklich sehr eingenommen durch die ganze Thematik, aber es war sehr spannend, das zu beobachten. Und das hat mich riesig gefreut, dass eigentlich in der Schweiz möglich ist, so einfach eigentlich können, etwas zu bewirken, eine Thematik eigentlich zu beleuchten und wo nachher auch so ein Echo auslöst. Mhm. Und das Echo hat bewiesen, dass die Thematik die Leute ja, nicht einfach kalt lässt, sondern dass das etwas ist, wo die Leute beschäftigt. Es sind ja dort gleichzeitig mehrere Petitionen gelaufen. Man hat sich nicht anders äußern als mit Petitionen. Also, ich erinnere an die Obwaldner Nationalrätin, die einzige Nationalrätin aus dem Kanton Obwalden, Monika Rüger, die auch schon da an dem Tisch gesessen ist, wo da die Idee hatte, Beizen für Bützer, wo man da gesehen hat im Februar, wie die Leute gefroren haben, wenn sie nicht haben können, zum Mittag irgendwo mit rein. Und hat die 14 Tage 50'000 Unterschriften zusammengebracht. Und dann hat die SVP noch da für die Beendigung vom Lockdown gesammelt. Das sind fast 250'000 gewesen. Also dort sind in Bern miteinander nahezu 300'000 Unterschriften eingereicht, die in sehr kurzer Zeit zusammengekommen, wo einfach gesagt haben, so, also jetzt müsst ihr mal noch an die Leute denken und nicht nur an Schemen, wie ihr euch vorstellen, dass man Übungen bewältigt. Was bleibt also zurück? Was haben Sie den Eindruck, was Sie erreicht haben mit dieser Petition? Also ich glaube, die Petitionswelle war auch ein bisschen ein Erwachen von den Leuten irgendwo aus dieser Schockstarre, wo man drin war, die letzten paar Wochen, Monate, vom einfachen immer nur hören, was man muss und was man sollte. Und dann mit dieser Petition hat man irgendwie gemerkt, oh, mal, wir können uns eigentlich doch ein Gehör verschaffen. Sind Sie zufrieden mit dem Erfolg?
Ja, wir sind nicht unzufrieden, ich muss es so sagen. Wir hätten uns natürlich mehr erhofft. Einerseits haben wir uns wirklich erhofft, dass Frau Regierungsrätin da einen Schritt auf uns zumacht und auch die grosse Stimme von diesen Bürgern irgendwo zur Kenntnis nimmt. Sind Sie persönlich mit Ihnen in Kontakt gekommen? Das bedauert mir sehr, dass wir bis heute nicht einmal eine Stellungnahme bekommen haben auf die Petitionsarbeit und immer aus den Medien eigentlich erfahren haben, dass sie die Massnahmen noch einmal verlängert hat. Also aber, müssen wir jetzt nicht da festhalten, Frau Silvia Steiner, Regierungsrätin, Sie sollten da einen Schritt machen und die Frauen empfangen und hören, was sie gedacht haben, was sie wollen, dass man das einfach mal ernst nimmt. Das ist eine Bürgeräußerung in derart kurzer Zeit so deutlich zustande gekommen, das müsste die Behörden dazu veranlassen, dass man mit denen mindestens ein Gespräch sucht. Ja, absolut. Das eben sind ja Leute, wie Sie immer wieder erwähnt haben, dass es ein paar wenige sind, die da nicht hinter dieser Massnahme stehen. Das reden wir von ein paar Tausenden. Also, ja, sind auch nach der Einreichung der Petition sind noch weitere Hunderte von Unterschriften daheim reingekommen. Also, jetzt muss ich Sie noch etwas fragen. Wir nähern uns langsam im Ende von der Zeit. Sie sind ja in einem speziellen Elternhaus aufgewachsen, weil Ihre Vater ist eigentlich fürsorgerisch tätig gewesen, hat sich insbesondere in randständigen, also sogenannten randständigen, also entgleisten, schwierigen, Trögler und so weiter befasst und hat die immer auch quasi heimgenommen, dass ja, mal ein bisschen gesehen haben, auch wie eine Familie funktioniert. Wie hat sie das geprägt? Also ich jetzt mit meinem Charakter hat mich das nur positiv geprägt. Also es hat mich einerseits demütig gemacht und andererseits auch offen gegenüber anderen Leuten, gegenüber anderen Schicksalen und auch eine Dankbarkeit, dass wenn es einem gut geht, wenn man eine Familie hat, wenn man es zuhause hat, dass das nicht einfach selbstverständlich ist. Und ja, dass es auch ein Mehrwert kann sein kann oder dass es einen sehr bereichern kann, wenn man ein offenes Haus hat und anderen Möglichkeit gibt, zum einen Platz zu haben, zum Liebe empfangen, ein Dach über dem Kopf haben, um mal einen Teller mit einem warmen Essen zu haben. Das ist eine völlig freiwillige Arbeit gewesen, absolut, oder? Absolut, ja. Das ist nicht irgendwie eine bezahlte Berufsarbeit gewesen, die Nein. Betreuung? Nein. Einfach aus Überzeugung hat er gesagt, das machen wir jetzt, die haben es schwer, die sollen dann mal jetzt in die Wärme kommen und... Es war ein wöchentlicher Einsatz, den sie mit den Sparen zusammen immer gemacht haben. Sie waren in der Stadt, dort noch in der Drogengasse in Schaffhausen. Und sind eigentlich dort angegangen, um mit diesen Leuten zu schwätzen. Sie haben ihnen Essen gebracht, sie sind für sie da gewesen. Sie haben dort teilweise vielleicht ein bisschen so Seelsorge gemacht mit ihnen. Und wenn es dann wirklich Fälle gegeben haben, wo einfach nur froh waren, dass sie mal irgendwo schlafen können, dann hat der Leute heikel. Das war nicht so, dass wir wie ein Heim waren, ja, mit offiziellen Plätzen. Also. Haben Sie das auch mitbekommen? Also zu der Zeit, wo das in der Familie von meiner Frau das Thema war, bin ich noch nicht ihre Freund. Ja. Also es war vor meiner Zeit gewesen. Aber ich habe das natürlich durch Erzählungen und ab und zu ist das Thema, und ich das im Nachhinein mitbekomme. Also die eine war noch bei uns zu Hause, wo du gekommen bist. Das sind dann solche, die länger bei uns gewohnt und gehauset haben. Ja, aber. Sie sind beide auch belebt von einer christlichen Überzeugung. Was bedeutet Ihnen der christliche Glaube? Also für mich ist der christliche Glaube eigentlich eine Orientierungshilfe im Alltag. In einer Zeit, wo ja die Gesellschaft völlig, ich sage jetzt, orientierungslos wird, zunehmend. Ich habe das zuhause dürfen so mitbekommen. Und ich glaube an das, was in der Bibel steht, und bin überzeugt, dass die Werte, die dort drinstehen, die Jesus vorgelebt hat, dass das uns hilft, um als Gesellschaft bestehen und als Gesellschaft miteinander leben in Frieden. Und ich wünsche mir eigentlich, dass wir die Grundsätze, die Werte, die dort in der Bibel stehen, dass man die wieder mehr vornimmt als Orientierungshilfe für den Alltag, der im Moment einfach total orientierungslos ist, teilweise in meinen Augen. Ja, ich sehe das natürlich genau gleich. Und ich habe auch
das von die Haie so mitbekommen und bin da dafür auch sehr dankbar. Und ja, wir haben nur können profitieren und wir wissen, was wir haben und auch wollen das auch den Kindern so weitergeben, die biblischen Werte und das Gemeinsame, das Füreinander sein, das Füreinander einstehen, das ja, Offene auch und Dankbare. Ja, für uns ist das. Jetzt leben wir ja in Bezug auf Christliches in einer kleinen seltsamen Zeit. Wir sind politisch mit Fragen beschäftigt. Ich denke beispielsweise an Ehe für alle und stelle fest, dass sich Kirche weitgehend abgemeldet hat aus der Diskussion. Man hört nichts von denen. Da müsste sich doch eigentlich dazu äußern. Was ist da Ihre Position dazu? Also die Evangelische Allianz Schweiz die hat ganz klar vertritt ihren Standpunkt. Aber ja, jetzt aus der Diskussion so öffentlich gehört, da haben Sie recht, da hört man nicht sehr viel. Das ist natürlich eher eine oppositionelle Bewegung zur Landeskirche. Absolut. Es ist natürlich auch ein sehr heikles Thema und ja, vielmals will man sich da nicht irgendwie auf die eine oder andere Seite stellen. Aber wir haben da ganz klar unsere Meinung. Für uns ist klar, der Begriff Ehe ist ein geschützter Begriff, der für Mann und Frau gilt. Und das heisst nicht, dass wir nicht für Partnerschaften sind, von Mann, Frau, Frau. Ganz und gar nicht. Und die sollen die Berechtigung auch haben, in einer Partnerschaft können leben. Die Möglichkeit haben sie ja heute auch schon in der Schweiz. Aber wir sind trotzdem der Überzeugung, dass sie die Rechte, wo eine Ehe, dass das Gefäß Ehe Mann und Frau hat, dass das wichtig ist, dass das so bestehen bleibt, eben auch gerade in Bezug auf Kinder. Wenn es dann dort weitergeht mit Frauen, die Kinder haben können, und dann kommt dann das nächste Thema, dass dann auch die Männer logischerweise, und dann wird es dann auch biologisch ja, schwierig. Mhm. Und, ja, gut, schwieriges das Thema. Sind jetzt da bei den ernsten Fragen gelandet. Wir haben ein bisschen diskutieren, wir haben ein bisschen etwas gehört, von, wie sie leben miteinander, was sie machen, was sie Spezielles machen. Ich möchte Ihnen herzlich danken für das Gespräch. Wir haben jetzt wahrscheinlich ein bisschen Durst bekommen. Und der Toni Brunner, obwohl sein Haus der Freiheit zu ist, ist aber gleich mit etwas parat. Ich möchte mich von Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, verabschieden. Ich danke meinen beiden Gästen. Ich danke im Aufnahmeteam. Ich danke im Haus der Freiheit. Die zweite Ausstrahlung von dieser Sendung ist am nächsten Sonntag, am 11. April, um 3 Uhr am Nachmittag auf Schweiz 5. Auf der Website www.schweizerzeit.ch können Sie die Sendung nochmal anschauen vom Montag an, am 12. April 2021. Und denken Sie daran, jeden Freitag 21.00 Schweiz 5, Schweizer Zeit, Fernsehen. Danke vielmals, guten Abend miteinander, Toni Brunner. Zuerst einmal zum Wohl miteinander, ihr habt es verdient. Zum Wohle. Ja, Ueli Schlüer, wir machen die Sendung jetzt doch schon ein paar Jahre und ich war eigentlich immer der Ansicht, dass so gegen den Schluss wird es immer besser und heute bin ich eines Besseres belehrt worden. Die Sendung strotzt vor Kraft von Anfang an und sie ist fulminant losgegangen. Ich habe mir alles, was da erzählt worden ist, über stimmt eigentlich. Ich meine, was ist die Definition von Extremsportart? Wenn man bereit ist, wir haben so einen Begriff, ich nehme an, den darf man schon verwenden noch heute, auch wenn die politische Sprache oder die Aussprache immer ein bisschen heute auf die Waagschale gelegt wird. Aber es geht ja letztlich darum, wer ist noch fähig? Und da scheitert es doch heute schon sehr oft, der innere Schweinehund zu überwinden. Dann sind wir eigentlich bereits dort. Wer ist noch fähig, Höchstleistungen zu bringen? Und die Voraussetzungen, sind wir doch ehrlich? Viele bringen die Voraussetzungen mit, um so Leistungen zu bringen, aber sie scheitern im eigenen Geist. Und das ist ja letztlich ganz entscheidend, dass wir noch Leute haben, die bereit sind, fertig zu denken, wann man auch fähig ist, aber nicht einfach
Flinten ins Korn zu werfen. Und da gibt es ja, wenn ich jetzt die Geschichte von der Familie Traxel, wo beide die Höchstleistungen schon gebracht haben, in einer Form, wo ich muss sagen, mir hätte schon wehtun, wenn ich nur schon zugelassen hätte. Wenn ich jetzt an mein Füdli denke, auf dem Ledersattel, also das ist ja unvorstellbar. Und die 10 Minuten, glaube ich auch. Also sie hat nicht geschlafen. Sie hat einfach so getan, um euch beeindrucken. Also ich bin geistig schon dabei gewesen. Ich glaube, dass sie euch einfach hätte wollen. Ihr habt jetzt gesagt, jetzt wird geschlafen. Das geht ja gar nicht. Das kannst du doch nicht. Nein, das sind doch die Geschichten, wenn wir uns zurückversetzen, ist das für mich eine Schweizer Geschichte. Ich meine, die Schweiz hat auch in dem Moment, wo es ernst gehalten hat, hat man ja nicht davon geredet, ist man jetzt fähig, dass man es körperlich richten könnte. Wir haben ja beispielsweise im Zweiten Weltkrieg eine Übermacht gegen uns gehabt, sondern man hat von der geistigen Landesverteidigung geredet. Und es ist für mich eigentlich, wenn man den Bogen spannt, stimmt es natürlich. Im Geist muss es stimmen und dann stimmt eben vieles anderes auch. Und dann nachher ist eben die Kraft, die aus dieser Sendung rauskommt, dass man sich dann eben auch engagiert. Uneigennützig in der Öffentlichkeit, ob jetzt das in der Armee ist, in einer Partei, in einem Verein, Zivilcourage zeigt. Ich meine, aus dieser Familie raus, Traxel, kommt alles, was heute in der Schweiz zunehmend fehlt. Zivilcourage, dass man ansteht und noch zur eigenen Meinung steht und einen Weg geht, wo es auch Widerstand gibt. Es kann ja auch einmal ein Weg sein, der unbequem ist, wo man dann nicht nur Freunde hat, sondern eben auch Feinde, weil sie anderer Meinung sind, nachher einem vielleicht nicht mehr grüssen. Und ich lerne jetzt in diesen sogenannten Corona-Zeiten die Leute neu kennen. Die einen, die jeden Tag gespannt am Hörfunkgerät oder am Fernsehen, am Staatsfernsehtropf oder am Ringe-Medium hängen und sagen, boah, es ist gewaltig, wenn wir jetzt uns nochmal einen Monat lang unterdrücken lassen, wir müssen es machen. Und dann machen sie so Aktionen, ganz beschämend, no Liestal und solche Geschichten. Und ich muss sagen, wo sind wir eigentlich angekommen in diesem Land? Wir brauchen wieder mehr Menschen, die das Hirn selber einschalten. Das ist eben der Geist. Mehr Menschen, die Durchhaltewillen haben, das ist eben das, was sie bewiesen haben. Und die auch bereit sind, das nach außen zu tragen. Und wenn man das alles beherzigt, dann sind sie für mich die Schweiz. So müsste sie sein. Und darum, das war eine kraftvolle Sendung, ich wünschte mir noch mehr Traxels für die Schweiz. Prost! Zum Wohl!